Willkommen zurück, Leute, zu Mario Kart Wii Online. Es ist mittlerweile eine Woche her, dass ich das Ganze mal hochgeladen habe, dass ich das Ganze mal gespielt habe. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich hier halbwegs konkurrenzfähig mitfahren kann. Ich wollte eigentlich den Windschatten ergaunern. Oh, ein Goldpilz. Das geht doch eigentlich schon ganz gut los. Und ich merke gerade wirklich, das Spiel spielt sich komisch. Also nach einer Woche ohne Mario Kart Wii fühlt sich das echt, boah, das fühlt sich alles ein bisschen falsch an. Aber okay, das wird schon irgendwie gehen. Auf jeden Fall habe ich richtig Bock auf das Spiel. Das glaubt ihr gar nicht, wo ich gerade die Vorschau gesehen habe, wie die Leute gefahren sind. Ich war so neidisch, ich wollte auch fahren, hallo. Seitdem ich die Wii halt umstecken muss, ist das Ganze so ein bisschen, ja. Es schläft ein, tatsächlich. Es schläft ein bisschen ein, aber gut. In dem Raum sind jetzt nicht so die Mega-Knaller, von daher müsste das noch irgendwie machbar sein, aber okay, also wenn ich mich so anstecke, meine Güte, Karl, geh da doch mal weg, das gibt es doch nicht. Hallo? So, hauen wir die jetzt einfach mal weg, ich glaube, die können das nicht wirklich dodgen. Ja, auf jeden Fall nicht alle, das ist schon mal gut. Okay, ich komme jetzt langsam wieder rein, wollte ich gerade sagen, hallo? Wolke, ja, guck mal, alles läuft wie man das kennt. Scheiße. Wir müssen unbedingt die Wolke abgeben. Kriegen wir aber nicht mehr hin. Gut. Dann leben wir damit. Eigentlich habe ich für diesen Part ein Thema vorbereitet, aber ich muss jetzt erstmal ganz kurz in das Spiel reinkommen. Denn sonst werde ich dieses Thema sowieso voll an die Wand fahren. Ich kenne das doch. Also, das ist manchmal auch ganz schön schwierig, wenn man eine ganze Zeit lang nicht mehr in Mario Kart. Ja, Wolke. Lass mich raten, meine Wolke? Nö. Er scheint es nicht einmal zu versuchen, aber ich hab's ja auch nicht versucht, oder? Also die Wolke abzugeben. Wenn man eine ganze Woche oder so im MKW nicht mehr gefahren ist und dann ein Thema anschneiden will und dabei versucht, vernünftig zu fahren, dann geht das meist ziemlich böse ins Auge. Ja, wäre jetzt eigentlich ganz geil, wenn ein Blauer kommt, dann könnte ich in den Roten direkt hinten reinknallen und ja, dann wäre die Sache eigentlich auch schon geritzt, könnte man sagen. Ja. Oder so halt, ne? Da wollte ich gerade den Roten loslassen, damit er ihn definitiv trifft. Ja, und dann sowas, ne? Dann kommt natürlich der Blitz. Dann kommt natürlich vorher der Blitz. Ja, ja, wunderbar. Egal. Wir werden jetzt wahrscheinlich Zweiter. Aber mit dem zweiten Platz kann ich fast leben. Aber eigentlich nicht. Komm, ey, da muss doch noch ein Blauer kommen. Genau, meine Güte. Darauf spekuliere ich doch. Das war doch die Strat hier, also von daher. So, und jetzt kann er mich mal. Tipp ich mal. Ja, passt. Oh, das passt natürlich nicht. Was machst du da? Jetzt, nein, nein. Was war das denn schon wieder? Jetzt fährt, oh. So Dolan, der mich hier überholt. Und wahrscheinlich nur erst, hallo, geht weg da. Das ist doch jetzt scheiße. Das ist doch jetzt, oh nein. Junge. Was tust du? Geben wir den sicheren ersten Platz mal kurz auf. Danke. Na, shit. Dritter Platz nur. Das gibt bestimmt sogar noch Minus. Ah. Aber gut, ich muss einfach kurz in das Spiel reinkommen. Und dann geht's auch gleich mit unserem Thema los. Das Thema lautet übrigens, wie werde ich verdammt nochmal groß auf YouTube? Und nur um das schon mal klarzustellen, ich habe natürlich auch nicht die perfekte Lösung dafür. Denn, ich meine, dann wäre ich groß, oder? Also, klingt logisch, ne? Ich kann euch nur so die allgemeinen Dinge sagen, die es da so gibt, auf die man achten sollte. Und die Dinge, von denen ich glaube, dass sie helfen. Ja, okay, wir machen einfach mal das nächste Rennen. Und Minuspunkte wollte ich in diesem Part eigentlich nicht erwirtschaften am Ende. Luigi's Piste, oh, wir Glücklichen. Oh, 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 wir Glücklichen. Haben wir es gut. Meine Güte, wir haben es so gut, Luigi's Piste. Hey, ich freue mich, klar. Absolut, ich hoffe mal, dass ich da irgendwie halbwegs unbeschadigt jetzt durchkomme. Und ja, egal. Wir gehen jetzt mal auf das Thema hier ein. So, wie werde ich denn jetzt verdammt nochmal groß auf YouTube follow? Gibt es da eine Möglichkeit? Wie soll ich das tun? Ich glaube, eine richtige Möglichkeit gibt es überhaupt nicht. Also, ich würde mal sagen, niemand kann dir sagen, ja, wenn du das und das machst, dann wird es auf jeden Fall klappen. Es gibt die Leute, die sagen, ja, also,
wenn man irgendwie sympathisch ist und interessant, dann wird es auch klappen. Und ich denke auch, ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Aber das ist nicht das Einzige. Und auch das wird dir nicht helfen, dass du sicher eine große Nummer wirst. Also, ich denke nicht. Da gibt es eine Menge Leute, die wirklich sympathisch und interessant sind und toll und überhaupt. Aber die sind klein und die werden auch niemals groß werden wahrscheinlich, weil, ja, Pech. Ja, man muss Glück haben, sagen wir es mal so. Man muss auf jeden Fall, spielt Glück eine große Rolle. Du musst im richtigen Moment das richtige Projekt haben. Also da gibt es ja wirklich Leute, die mit einem Projekt mal ebenso, also wirklich mal ebenso, die holen die 20.000 Abonnenten mit. Gar kein Problem, innerhalb von 2 Wochen, zack, bumm, hast du die. Dieses Glück hatte ich bisher noch nicht. Nein, absolut nicht. Also ich bin schon froh, wenn ich ein neues Projekt starte und merke dann so auch die ersten Tage, boah, schaffst du über 20 Abonnenten am Tag. Das ist dann schon gar nicht schlecht. Es ist halt so bei mir, dass man sagen muss, ja, es ist ein stetiger Zuwachs halt. Und darüber bin ich auch froh. Also es geht nicht unfassbar schnell, aber ja, ich dümpel da jetzt auch nicht rum und ich krieg sogar auf den zweiten noch Minuspunkte. Juhu! So, fassen wir also erstmals zusammen. Wenn ihr interessant seid und sympathisch, dann wird's wahrscheinlich klappen. Joa. Und was machen wir denn jetzt, wenn wir nicht sympathisch sind und auch nicht interessant? Das habe ich mir damals auch gedacht, Leute. Und da dachte ich mir so, Also irgendwie, ich habe lange gebraucht, um überhaupt ein halbwegs vernünftiges Video nach Hause zu fahren. Ganz ehrlich, also. Meine ersten, ich würde sagen, 300 Videos, die waren alle Crap. Mindestens die ersten 300, wenn nicht sogar noch mehr. Man sagt so, ach ja, so nach 10 Videos ist man so langsam drin. Also, bei mir war es absolut nicht so. Also, 10 Videos haben dafür mal gar nicht ausgereicht. Und es waren wahrscheinlich 40.000. Wenn ich irgendwann 5.000 Videos habe, sage ich vielleicht, ah, hier ist es jetzt gut. Nee, da hatte ich mir dann auch irgendwann so gedacht, weil ich wirklich, ich bin so ein Typ, wenn ich gute Laune habe, dann kriegt man das auch meist mit. Wenn ich schlechte Laune habe, kriegt man das aber leider auch meist mit. Und das ist bei anderen Leuten einfach mal gar nicht so. Die haben immer, also da ist es immer gleich. Die Laune ist immer gleich. Da können die machen, was sie wollen. Und da habe ich mir auch mal gedacht so, ja, wie kriegst du das denn hin? Wie könnte man das machen, dass man immer wirklich die gleiche Laune hat und alles ist gut? Da habe ich mir auch gedacht, mach doch aus Wallow Wizard einfach eine Fantasiefigur und Schauspieler das Ganze. Dann bist es halt nicht du selbst, sondern das ist eine Figur, die du dir ausgedacht hast. Und die ist halt immer gut drauf und dann kannst du deine eigenen Gefühle da vielleicht auch rauslassen aus dem Spiel. Ja, ich habe es nie angefangen zu versuchen. Ich habe es dann doch gelassen, weil ich mir dachte, ach nee, komm, das hat doch alles gar keinen Sinn. Schauspielern kannst du doch auch nicht. Du kannst sowieso gar nichts. Von daher, lass es einfach und mach einfach dein Ding. Und ja, das habe ich gemacht. Und das ist auch ganz wichtig, Leute. Also, wobei ich glaube, diese Schauspielersache könnte funktionieren. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich gut ist, wenn ihr das macht. Ob das ein guter Rat ist. Das weiß ich nicht. Wichtig ist auf jeden Fall immer ihr selbst bleiben. Das ist wichtig. Und wenn ihr nicht wirklich interessant und sympathisch seid, dann macht euch da erstmal nichts draus. Am Anfang sind wir alle scheiße. Das ist einfach so. Am Anfang sind die Videos kacke, die man produziert. Das ist Mist. Da fragt man sich dann auch später, warum zur Hölle habe ich das hochgeladen? Das kann doch nicht sein. Da hätte ich doch mal selber gucken müssen und denken, das ist nix. Bedeutet also konsequent an sich arbeiten, Leute. Das ist wichtig. Das ist ganz wichtig. So ein gelangweiltes Dahingelabere will einfach keiner hören. Das ist einfach so und am Anfang macht man es so. Denn man fühlt sich nicht wirklich wohl da vor seinem Headset oder Mikrofon oder was auch immer ihr benutzt. Also da werden die meisten mir wohl recht geben. Am Anfang ist das einfach, das ist ein ganz, ganz komisches Gefühl. Und da den Spaß am Spiel wirklich rüberzubringen, und darum geht's beim Let's Playen ja, das ist dann ziemlich schwierig. Wenn ihr keinen Spaß am Let's Playen habt, also ihr merkt zum Beispiel, irgendwie, das ist gar nichts für mich, dann lasst es auch einfach, Leute. Also versucht's nicht zu erzwingen. Das hat, glaube ich, auch keinen großen Sinn. Damit macht ihr euch nicht glücklich. Ihr werdet keine großen Massen an Zuschauer finden, bekommen, wie auch immer. Und ja, am Anfang
solltet ihr euch vielleicht auch mal fragen, wo soll die Reise überhaupt hingehen? Wollt ihr überhaupt wirklich großen Erfolg oder so? Und was ist für euch großer Erfolg? Das könnt ihr ja auch mal in die Kommentare schreiben. Ab wann würdet ihr sagen, boah, also jetzt bin ich so richtig erfolgreich? Wenn man immer... Nein! Wenn man nicht Mario Kart Wii fahren kann, dann ist man verdammt erfolgreich. Ja, nein, also das solltet ihr euch dann auch mal so die Frage stellen. Und das würde mich halt auch... Also mich würde es interessieren, was ihr meint. Ab wann ist man da erfolgreich so? Und ab wann halt noch nicht. Keine Ahnung, wie ich es jetzt gerade formulieren soll. Ja, gut. Das war jetzt zumindest der Punkt. Spaß haben, sich selber treu bleiben oder beziehungsweise halt vielleicht auch eine Fantasiefigur erstellen. Ich weiß es nicht. Das sind zumindest die Dinge, die meiner Meinung nach vielleicht helfen könnten. Andere Sachen, die auf jeden Fall super wichtig sind, um halbwegs erfolgreich zu werden. Aktivität, Leute. Aktivität ist da ein ganz wichtiges Schlagwort. Ihr müsst unbedingt euch nicht treffen lassen. Ihr müsst unbedingt regelmäßig Videos hochladen. Lange Pausen und so sind nicht gern gesehen. Absolut nicht. Die sind bei mir nicht gern gesehen. Die sind bei anderen Leuten nicht gern gesehen. Und ja, niemand möchte eigentlich einen Kanal da in seiner Liste haben, wo einfach mal nichts kommt. Oder wenn man auf den Kanal geht und schon sieht, hochgeladen vor 3 Tagen das letzte Video, davor hochgeladen vor 1 Woche, dann hochgeladen vor 2 Wochen und so. Und man sieht, okay, in der Woche 1 Video, das kannst du machen, wenn du einen Blog hast oder so einen Blog. Oder ja, irgendwelche Comedy-Videos auf YouTube hochlädst im ziemlich guten Stile oder so. Scheiße, Mann. Dann kannst du sowas bringen. Oder vielleicht, wenn du solche Commentaries machst. Da gibt es ja auch Leute, die machen dann 1 Video in 3 Tagen und dann sind die gut. Das ist einfach so. Keine Ahnung. Das ist dann ja auch so an sich kein Let's Play. Wenn ihr Let's Plays machen wollt, dann seid aktiv. Auch, vor allen Dingen am Anfang, in den Kommentaren. Da müsst ihr es mal so sehen. Ihr bekommt vielleicht, wenn ihr Glück habt, mal auf dem Video einen Kommentar. Antwortet darauf. Unbedingt antworten. Ich muss für meinen Teil sagen, ich bin da verdammt faul geworden. Und das hat einen Grund. Und zwar sehe ich, ja, da sind so viele Kommentare wieder reingekommen. Und ich bin ja währenddessen meist nicht da, weil ich arbeiten bin und so ein Scheiß. Kann ich das so sagen? Ja, und so ein Scheiß. Manchmal macht man auch andere Sachen, die scheiße sind. Oder man geht halt arbeiten, ne? Ja, ganz genau. So sieht es nämlich aus. Ja. Und dann antworte ich meist relativ wenig. Aus dem Grund, dass ich mir immer denke, ja, wenn ich dem jetzt antworte, dann hätte ich dem anderen auch antworten müssen. Und wiederum der anderen Person auch. Und das ist dann so ein ah, scheiße, wie soll ich das machen? Da, irgendwann kommt man nicht mehr wirklich hinterher. Und ja, dann muss man sich überlegen, wie man es machen will. Ja, aber an sich würde ich sagen, möglichst viel antworten und so weiter und so fort. Und ihr solltet nicht nur Kommentare unter eure eigenen Videos schreiben. Das ist auch so eine Sache, was ich eigentlich nie gemacht habe. Kommentare unter andere Videos posten, Leute. Das ist auch wichtig. Es gibt wirklich viele Leute, die da so bei den Kommentaren durchgucken und sehen, oh, guck mal, der hat einen netten Kommentar oder so geschrieben. Irgendwas Gehaltvolles. Ja, etwas Gehaltvolles, Leute. Wisst ihr, was gehaltvoll ist? Nicht Erster. Nein, das ist nicht gehaltvoll. Und eine erste Blockierwand ist auch nicht gehaltvoll. Da wird auch niemand auf euren Kanal kommen. Außerdem ist es nicht gehaltvoll zu schreiben, geiler Part. Vor allen Dingen nicht 10 Sekunden, nachdem der Part da ist. Und solche Sachen. Damit werdet ihr in diesem Fall nichts erreichen, sondern wirklich Kommentare, wo man sich sagt, wow, der Typ, der weiß, wovon er schreibt und so, das ist ja vielleicht eine coole Sau. Da kann man vielleicht was mit anfangen. Dann guckt man auf den Kanal und sieht, oh, guck mal, der macht Let's Plays. Guck mal, der macht Videos. Hey, die Videos sind ja verdammt gut. Das ist ja der Wahnsinn. Ich hatte zum Beispiel mal... Ja, ich hatte einmal den Top-Kommentar unter einem Geilkeit-Video. Ja, ich erwähne dich jetzt hier mal, Domi. Du siehst es wahrscheinlich sowieso nicht. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall hatte ich da einen Top-Kommentar drunter. Hui, das war eng. Und an dem Tag hatte ich dann auch irgendwie 40 Abonnenten dazu bekommen. Ja, tatsächlich. Also, ihr seht, dass... bringt auf jeden Fall was. Also, das bedeutet für euch wiederum, Leute, wenn ihr seht, ich schreibe bei irgendjemandem drunter, das seht ihr ja im Feed, dann dürft ihr da ruhig ordentlich Daumen drauf geben. Oh ja, das dürft ihr. Nein, nur mal so als Hinweis. Ich kann nicht. Ja, wer mir helfen will und so, ne, ihr wisst ja, ihr kennt das ganze Daumen, dies, das Prinzip, das kennt ihr ja zu Genüge. Yay, wir haben einen Troll. Ich glaube, das ist der Gast von dem anderen, Heini.
der wahrscheinlich die anderen Leute aufhalten soll, damit der andere überhaupt eine Chance hat. Sollen wir jetzt aber auch vollkommen egal sein. Ja, Leute, auf jeden Fall gehaltvolle Kommentare. Ebenfalls nicht gehaltvolle Kommentare sind. Und was ganz wichtig ist, was ihr wirklich niemals tun solltet, das kommt so schlecht an, das gibt es gar nicht. Also, ihr solltet auf keinen Fall... Oh, lass mich mal... So. Ihr solltet auf keinen Fall... So, der Typ lenkt mich ein bisschen ab. Irgendwie unter ein Video schreiben oder in die Kanalkommentare von irgendjemandem posten. Ey, ich mach Let's Plays. Daumen hoch, abonnieren, favorisieren. Ihr wisst Bescheid, Leute. Was geht ab? Und so ein Scheiß. Also, das... Lasst es wirklich. Also, Leute, bei... Also wo, wenn man sowas sieht, dann geht man höchstens auf den Kanal und gibt einen Daumen runter. Und dann ist man wieder weg. Und vor allen Dingen, ich habe noch nie einen guten Kanal durch sowas gesehen. Dann geht man da drauf und man hat den letzten Scheiß. Das ist immer so. Das ist so ein absolutes Negativbeispiel. Nicht tun. Auf keinen Fall. Egal, was ihr macht, Leute. Nein, nein. Selbst wenn ihr auf die Idee kommen solltet und auch nicht irgendwelche Nachrichten schreiben von wegen mit einem Fake-Account. Ja, der YouTuber, der macht so viel. Ah, ich will den promoten. Der ist so cool. Da weiß auch jeder sofort, okay, vielleicht hat er ein, ist da irgendjemand, der dem helfen will, kann sein. Aber in der Regel ist es nicht so. Dann ist es einfach nur irgendwie ein Fake-Account von dem, der sagt, ey, guck doch mal meine Videos an. Ich bin so ein Held. Nein, das ist scheiße. Das will keiner sehen. Da wird keiner drauf gehen. Das bringt euch keinen Erfolg. Da bin ich mir ganz sicher. Regenbogen-Boulevard. Und das ist auch eigentlich, das ist ein hübsches Level. Das ist fast perfekt, um den nächsten Punkt anzusprechen. Video und Audio-Qualität. Natürlich. Relativ wichtig eigentlich. Also... An dem Punkt sollte man sich dann einfach überlegen, wohin soll die Reise gehen. Wollt ihr wirklich groß werden und so, dann solltet ihr schon eine relativ gute Quali haben. Also das gehört dann schon dazu. Aber auf der anderen Seite, ja, die Quali ist den meisten, glaube ich, gar nicht so wichtig. Man selbst steigert sich da so ein bisschen rein, wenn man sich sagt, oh Gott, da darf kein bisschen Rauschen drin sein. Da darf kein bisschen, also das muss mindestens 720p und mega Qualität haben und so, Minimum. Das ist, glaube ich, für die meisten Leute nicht absolut ausschlaggebend. Also für mich zum Beispiel ist die Videoqualität, also für meine eigenen Videos ist mir das schon wichtig, ja. Für Videos von anderen Leuten ist mir das eigentlich überhaupt nicht wichtig, da ich ja selber sowieso nur in 360p gucken kann. Danke an Osnatel an dieser Stelle für diese gigantische DSL-1000er-Leitung. Danke, ihr seid die Größten. Ihr seid die Größten, dass ihr mir das wirklich möglich macht. Das ist der Wahnsinn. Ja, auf jeden Fall 360p halt. Und von daher, pff, gut, 360p sieht einfach besser aus, wenn die Leute das Video vorher in 1080p hochgeladen haben. Warum? YouTube vergibt Bitrate pro Auflösungsstärke, je nachdem. Wenn ihr das in 1080p hochladet, wird es auch in 360p besser aussehen, als wenn ihr es zum Beispiel in 480p am Ende hochladet, dann wird es in 360p ein bisschen scheiße aussehen. Das ist einfach so. Muss man so hinnehmen und muss dann jeder für sich selber entscheiden, was er da machen will. Mir persönlich ist die Videoqualität an der Stelle nicht ganz so wichtig. Was wichtig ist, die Audioqualität, Leute. Also, ich finde es zum Beispiel ziemlich nervig, so ein Rauschen... Ja, wenn das Rauschen nicht wirklich extrem ist, dann geht's noch. Weil man hat ja wirklich so Leute, der übertönt das Rauschen ganz extrem den Ingame-Sound, dann nervt es schon. Aber ich meine, wenn so ein ganz kleines Tacken ein bisschen mitrauscht, das ist mir eigentlich, ist mir das ziemlich scheißegal. Nur eure Stimme sollte relativ klar zu verstehen sein. Wisst ihr, also, ja, nicht so ständiges Übersteuern und so, also dass es kratzt und, nee, kann ich mir auch reinziehen. Es gibt da auch einen YouTuber, bei dem ich das momentan, boah, ist mir egal, meine Güte, ich finde den Typen so an sich cool. Also DJKR87, der hat, ja, Bild, ja, nicht gut und Audio auch nicht gut. Aber der macht das eigentlich durch seinen netten, positiven Kommentarstil wieder weg. Ja. Und wenn ihr das habt, dann wird es auch irgendwie klappen. Kommentarstil ist ja sowieso so eine Sache darüber. Ja, da kann man nicht wirklich sagen, was gut und was schlecht ist. Es gibt Leute, die würden sagen, ja, muss ständig über Bitches und Penisse reden. Dann ist das geil, Mann.
und irgendwelche gefakten Geschichten und so. Wer weiß? Wer weiß, ob die Geschichten gefaked sind. Ihr wisst wahrscheinlich, von wem ich rede. Das Gerücht geht halt um, dass die Geschichten gefaked sind. Ich weiß es nicht. Ist mir auch ehrlich gesagt scheißegal, weil ich mir sowas nicht wirklich reinziehe. Weil ich keinen Bock habe, von jemandem zu hören, yo, ich knall alle Bitches weg und so. Das ist, ja, toll. Bist ein Held. Nee, weiß nicht. Das finde ich nicht unbedingt so spannend. Also, da kann ich auch Two and a Half Men gucken. Das ist dann sogar noch besser. Ja, irgendwo. Und ich mag Two and a Half Men nicht mal. Weil ich fand Charlie Sheen immer so ein bisschen scheiße. Keine Ahnung, ich mag dieses Gelaber über Schlampen und so. Blödsinn. So, 42 Punkte dazu. Und ich glaube, ein Rennen machen wir noch, um das Ganze jetzt so ein bisschen abzuschließen, wieder runterzukommen, locker zu werden, ja. Gut, nächstes Rennen. Zum großen Abschluss die Pelzschlucht nochmal, beziehungsweise das erste Mal heute. Und mal schauen, ob wir nochmal kurz den ersten Platz ergaunern können. Ich hoffe es einfach mal. Und ja, Leute, jetzt zum Abschluss nochmal. Ihr habt es jetzt wahrscheinlich gemerkt, es gibt keine wirkliche Lösung. Das Beste, was euch passieren kann, ist einfach das richtige Projekt im richtigen Moment. Und ja, wenn ihr das nicht bekommt, dann müsst ihr auf die Mittel zurückgreifen, die ich euch gesagt habe, die helfen könnten. Die aber einfach, ja, die garantieren jetzt nicht hier auf einmal den Wahnsinnserfolg. Das ist einfach so, damit müssen wir leben. Und ich lebe damit auch und ich lebe damit jetzt schon über ein Jahr. Und ja, meine Güte, ich kann nur so weitermachen. Ich kann nur so weitermachen und hoffen, dass irgendwann das Wahnsinnsprojekt kommt, das mich aus dem Dreckloch, in dem ich hier bin, einfach mal rausholt. Ne? Man will ja auch, ne? YouTube-Money und so. Ihr wisst Bescheid. Also, das würde mir ja schon helfen. Muss ja nicht, nein. Also, mir geht's ja nicht schlecht oder so. Also, von daher ist es eigentlich nicht so wichtig, dass ich jetzt hier den ultimativen Erfolg irgendwann mal hier raushole. Aber es wäre halt schön. Ich meine, davon träumen wir doch alle, oder? Also, seitdem man Partner werden kann, träumt man halt davon. Und ja, da muss man ganz klar so sehen. Und ich denke, jeder, der sagt, nee, Erfolg. Nein, ich lade das nur für mich hoch. Das ist auch so eine Sache. Das ist diese meiner Meinung nach, Heuchelei. Also ich finde, das ist Heuchelei, wenn man sagt, ja, ich lade das für mich hoch. Hallo? Warum sollte ich die Scheiße rendern und so weiter und hochladen? Das dauert alles ewig. Für mich. Hallo, wenn ich für mich spiele, dann kann ich meinetwegen auch einfach so spielen und dabei reden. So. Als ob ich mir meinen eigenen Scheiß... Ja, ich gucke mir meinen eigenen Scheiß gelegentlich halt mal an. Aber jetzt nicht so intensiv, dass ich sagen würde, boah, das muss alles aber für die Ewigkeit für mich festgehalten werden, damit ich in 40 Jahren nochmal sagen kann, Junge, warst du ein Nerd? Nee. Das muss ja nun auch nicht sein. Das ist jetzt scheiße. Ich will jetzt nicht noch hier runterfallen. Meine Güte. So, Leute, ich hoffe, das Ganze war nicht zu wir und ihr konntet da vielleicht ein bisschen was für euch mitnehmen. Ich denke mal eher nicht, weil das alle Sachen sind, die sollten klar sein. Ja, das ist ja alles nichts gewesen, was jetzt... Wow, okay, das ist ja der Wahnsinn. Die Idee. Mann, merke ich lieber ein Patent drauf an, Bollo, sonst macht es gleich alle. Nee, ja, meine Güte, was soll ich denn sagen? Es ist einfach so. Es ist, wie es ist. Das sind die Möglichkeiten, die man hat. Es ist heutzutage nicht mehr so leicht. Okay, Leute, ich hoffe, ihr hattet halbwegs Spaß an diesem Part. Ich hatte auf jeden Fall Spaß beim Spielen. Und ja, bis dann und ciao.